Freunde! Jetzt kommt die Super Mario Brothers Super Show! Freunde, wisst ihr, woran ihr merkt, dass ihr alt geworden seid? Während in der Jugend die Hosen hier waren, trägt man sie heute fast schon unter der Brust. Ja, Freunde, in diesem Video kann ich euch wirklich eine absolut geile Info geben. So wie es aussieht, wird ein Kampf zwischen Sinanji und Bösemann stattfinden. Das wäre auch das erste Mal, dass ich so etwas mitkriege, dass wirklich zwei Gangster-Rapper oder Allgemein-Rapper zu ihrem Wort stehen und sich in einem Kampf, aber auf Boxenbasis, miteinander messen. Aber damit ihr alle versteht, wie es zu dieser Situation kam und warum es gestern Nacht fast komplett eskaliert wäre, möchte ich euch die ganze Geschichte einmal näher bringen. Es fing alles damit an, dass Bösemann zurück in die Rap-Szene kam. Sorry. Und zu der Zeit, also während des Comebacks von Bösemann, so wie man ihn nicht anders kennt, hat Sinanji hin und wieder so Sachen gepostet, womit er andere Rapper provoziert. Und dazu gehörte auch dieses Bild hier, wo er sich hinposiert, seine Muskeln zeigt und schreibt: Darf ich vorstellen, der stärkste Rapper in Deutschland. Alle anderen bekommen Panikattacken gegen mich im Ring. Und dann so ein Lachsmiley. Darunter schreibt er: Diät läuft gut, Freunde. Bösemann antwortet daraufhin: Der denkt auch, mit bisschen Pumpen und Diät wird man Kämpfer. Auf diesen ersten Post hatte Sinanji nicht reagiert, aber er hat nochmal provoziert einige Zeit später und postete dasselbe Bild und schrieb darunter, weil es so schön war, noch einmal: Stärkster Rapper Deutschlands, mit so einem Lachsmiley. Natürlich ließ Bösemann es sich nicht nehmen und antwortete daraufhin dann auch gleich nochmal: Ich fordere den stärksten Rapper Deutschlands zum Bärnackel Fight raus. Bösemann. 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 Sinanji hat sich diesbezüglich lustig gemacht, eine kurze Story gepostet und erwähnt, das ist so, als würde Sinanji Conor McGregor herausfordern zu einem Kampf, und hat auch Conor McGregor verlinkt. Dementsprechend hat er Bösemann runtergeredet. Mäßig, wer ist dieser Typ, dass er mich überhaupt herausfordert? Und wir wissen alle, wie Bösemann ist, der lässt sich sowas natürlich nicht gefallen. Aber eine gewisse Zeit verging und wie es das Schicksal so wollte, trat Manuelsen auf einmal auf die Bildfläche und hatte ein riesiges Angebot, was wirklich unsere Rap-Fan-Herzen hat höher schlagen lassen. Und zwar bewarb er ein Turnier, welches in Dubai stattfinden sollte, bei dem diese Kämpfer teilnehmen sollten. Tamerlan Dulatov, Sinanji, Loco Ben, Bösemann, Julian Williams. Und wie man mich auch nicht anders kennt, dieser Kampf stand gar nicht fest, Sinanji gegen Bösemann. Aber in dem Video zu dieser Thematik habe ich es einfach mal in den Raum geworfen, dass ich es feiern würde, wenn Sinanji und Bösemann gegeneinander kämpfen würden. Und ich kann euch hier schon mal versichern, beide waren bereit für diesen Kampf. Sowohl Bösemann als auch Sinan. Deswegen habe ich euch damals schon gesagt, wenn es zu einem Kampf kommen sollte, dann zwischen den beiden. Weil beide stehen für irgendwas ein und sind in meinen Augen keine Bluffs. Aber diese ganze Thematik verlief dann im Sande. Es war zu kurzfristig. Es ist doch nicht zum Turnier gekommen. Und es wurde ruhig um diese beiden Protagonisten unseres Videos hier. Aber die Sticheleien durften natürlich nicht fehlen. Ey Bruder. Was sagst du eigentlich zu Sinanji, dass er gegen mich kämpfen will? Wer will gegen mich kämpfen? Wer? Sinanji. Ja. Aber eine Sache muss man hier auch zwischendrin kurz reinwerfen. Ich habe mit Bösemann gequatscht, ich habe mit Sinan gequatscht. Eine Art Respekt war trotzdem zwischen beiden zu spüren. Warum? Weil sie Eier gezeigt haben. Weil sie nicht so sind wie der restliche von den ganzen Deutschrappern. Die meisten von denen sind eh nur Bluff und können nur labern. Naja, das Ganze ging weiter und die beiden haben immer wieder in der Öffentlichkeit gezeigt, mäßig, was die drauf haben. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ich übersetze euch das gleich auch. Ja, Junge! Und natürlich konnte Bösemann sich das auch nicht nehmen lassen und hat uns seine Skills gezeigt. Pussy, zeig, was du drauf hast. Schieb dir die Faust rein, raus und den Bauch dann. Ich hab den Deutschrap neu erfunden. Gangster-Rap zählt jetzt seine Stunden. Wo seid ihr Ratas? Kommt schon in Nutzen. Bösemann ballert wie Sachs in den Wunden. Wo ist der GJ jetzt? Wo ist der Bushido? Wo ist der Flair massiv von der Sido? Alle machen plötzlich Popmusik. Bösemann hat jetzt seinen Kopf gefickt. Bösemann kommt! Bösemann kommt! Bösemann kommt! Bösemann kommt!
das Ganze ging weiter und weiter. Mal war es abgeflacht, mal ging es heißer umher. Es geht raus an diese Sinan G. Hier stopfe ich bald eine große Fresse. Ich zeig dir, böse Bube. Komm, let's go. Yo, Sinan, du G. Wie sieht's aus? Ha? Nicht nur im Internet rumbellen. Böser Bube, ha? Ich zeig dir, böser Bube. Bist du fit? Bist du fit für den Bösen? Ha? Hast du genug Wasser in der Wanne? Amigo, wir sehen uns im Ring. Und es gibt keine Ausreden. Du musst gerade stehen, Alter. Ist mir egal. Alles, was du gesagt hast, wirst du gerade stehen. Naja, Sinan G hat auch darauf geantwortet und schrieb: Eierkopf, böser Bube. Und wir wissen, böse Mann lässt sich sehr, sehr leicht triggern von solchen Aktionen. Und gestern ist es dann richtig eskaliert. Weil ihr müsst euch überlegen, es gab die ganze Zeit dieses Hin und Her. Böse Mann meinte, komm zu mir in die Stadt, wir kämpfen bei mir in der Halle im Cage. Sinan meinte, komm doch zu mir, wir kämpfen bei mir in Essen. Das heißt, die Frage war jetzt, Stuttgart oder Essen? Ich sag euch ehrlich, geil wäre es doch, wenn sie genau da kämpfen, wo auch Apo, Red, KS Freak und die anderen ihren Boxfight durchgezogen haben. In Hamburg bei, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, aber ihr wisst, es ist ein Event von Leon Marcher, wo er mit organisiert hat. Da würde das Event nochmal die 700.000 Live-Zuschauer knacken. Vielleicht sogar die 1 Million. Yo, Sinan, du krasser G. Pass auf, lass mal diese Faxen, diese Internet-Faxen. Wir zwei, wir treffen uns jetzt die Tage und dann wird das Ding geklärt. Haben wir uns verstanden? Und hör auf, wie so ein Gargamel zu lachen. Das will ich nie wieder sehen. Darauf antwortete Sinan G hiermit. Ay, böser Bube, Alter, ja. Send me location. I'm coming. Anspielung auf Khabib. Send me location. I'm coming. Der Humor von dem, wie gesagt, ist anders lustig. Okay, ich bin in deiner Nähe. Standort habe ich dir geschickt. Ich erwarte dich. Und böser Mann hat ihm also den Standort geschickt. Daraufhin antwortete Sinan G so. Wir zwei, wir treffen uns jetzt die Tage. Du böser Bube, wir können uns gerne die Tage treffen. Ich habe nur Angst, dass du auf der halben Strecke stehen bleibst, da die Spritpreise gestiegen sind. Ne? Ist ja auch kostenspielig, mein Lieber. Deswegen ein Tipp von mir für dich. Schnapp dir ein Fahrrad, kannst auch direkt was für Cardio machen. Von Bösemanns Seite kam diesbezüglich nichts mehr. Wozu dient das Ganze, was sie da gerade machen? Natürlich Schwanzvergleich, Eiervergleich, was auch immer. Wer ist der härteste, wer ist der strammste, wer ist der coolste? Aber unterm Strich profitieren beide rein promotechnisch von dieser ganzen Aufmerksamkeit. Die Songs machen mehr Klicks und da beide zurzeit aktiv Songs am Ballern sind, macht sich das natürlich auch in der Musik, die sie produzieren, bemerkbar. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, sowohl das, was Sinan vor 3 Wochen rausgebracht hat mit dem Titel Safe, hat mir sehr gut gefallen, als auch dieser neueste Song von Bösemann und allgemein diese aggressiven Songs, die er ballert, gefallen mir auch gut. Der einzige Rapper, der noch in Essen ist. Jungs wie ich können vergeben, doch vergessen nicht. Lade die Scheiße auf eure Marke, denn hier draußen fehlen Daten. Sinan G, der wahrscheinlich letzte Gangster-Rapper der Straße. Sinan G, der wahrscheinlich letzte Gangster-Rapper der Straße. Der Asi-Albaner, ich bin Handelversager. Gebe Schwanz deiner Mama und mach Kapital para. Böse Mann ist da und deutsche Rap ist hinter hart. Puffer, Nickel, Rapper, fick ich trocken in den Arsch. Ja, Freunde, was haltet ihr von diesem entstandenen Beef? Glaubt ihr, es wird wirklich zu einem Kampf kommen? Ihr könnt mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht sogar im Stream auf Twitch. Bisschen Werbung auf meinen eigenen Nacken. Schaut gerne vorbei. Mazdak YT. Das YT steht für YouTube. Bis dann. Bleibt sauber, bleibt real und denkt immer daran, auch in dir steckt ein kleiner Mazdak.